Moin und herzlich willkommen zur Bastelgarage. Heute mal mit etwas anderem, und zwar einem Spiel. Ich habe mir gesagt, jetzt in der Corona-Zeit, wo der ein oder andere doch noch zu Hause bleiben muss, kann er sich gerne ein bisschen beschäftigen. Und zwar habe ich hier dieses Hockeyspiel gebaut. Und wie ich das gemacht habe, zeige ich euch natürlich jetzt. Ja, ich habe jetzt hier Bucheleisten, und zwar ist das 2 cm dick und 55 mm hoch. Das ist mir eigentlich zu hoch. Ich brauche maximal 4 cm, deshalb schneide ich mir jetzt zwei Stücke. Die sind jeweils einen Meter lang. Zwei Stücke schneide ich mir auf 40 mm, also 4 cm Breite. Das sind die Randteile. 4 cm reicht. Diese Buchenholzteile sind jetzt 2 cm breit, 4 cm hoch und nicht ganz. Ich habe nachgemessen 1 Meter. Die sind 99, irgendwas lang. Deshalb schneide ich die jetzt, das sollen die Seitenränder werden, hier nicht auf 50, sondern nur auf 49 cm ab. Und zwar direkt mit einem 45 Grad Winkel schneide ich die dann ab. So, auf der anderen Seite auch direkt an der anderen Spitze. Immer darauf achten, dass die Gärung gleich ist auf beiden Seiten. Den Anschlag habe ich jetzt rumgedreht, weil ich habe ja eben hier diesen 45 Grad Winkel geschnitten. An dem habe ich jetzt an beiden Seiten 45 Grad. Und jetzt nehme ich das als genaues Maß. Wenn ich die aufeinander lege und hier abschneide, müssen die beide exakt gleich lang sein. Das sind meine beiden Hölzer. Das Innenmaß soll 30 cm sein. So. Da die Hölzer 2 cm rechts und links sind, heißt das, dass ich 34 cm muss ich hier außen diese Leiste auf 34 cm Länge zurechtschneiden. Schneiden wir wieder die Spitzen ab. Und hier auch, wie gesagt, immer darauf achten, dass man die Winkel richtig schneidet. Und schon schneiden wir direkt das nächste Stück ab. Das habe ich jetzt mal den Rahmen probeweise nur lose zusammengesteckt. Als Boden möchte ich hier diese 4 mm Pressspanplatte nehmen. Und dazu möchte ich mir aber hier unten eine Nut reinfräsen, dass dieser Boden hier, der Boden, der soll dann in dem Teil hier versenkt werden. Und deshalb möchte ich jetzt hier am Frästisch, ich habe mir einen Fräser hier reingemacht, die Höhe von der Platte haben und stelle das jetzt hier ein. So, das ist die Tiefe, die ich einfräsen muss. Und dann fräse ich das jetzt hier entlang. Dann habe ich jetzt hier noch, dieses Stück gibt später das Mittelteil, also das Tor, wo diese Pucks durch müssen. Und damit ich jetzt die gleiche Höhe habe, fräse ich das unten drunter komplett ab. Dann habe ich exakt die gleiche Höhe, die ich auch hier habe. Das ist jetzt mal eine Aufnahme von oben. Und zwar leimen wir das Ganze jetzt mal zusammen. Ich habe in einem anderen Video mal gezeigt, das sind sogenannte 90 Grad Eckwinkelhalter. Wenn man etwas verleimt, dann klemmt man die hier zwischen, macht die hier mit Schraubzwingen fest und dann hat man einen exakten Winkel. Das ist dann einfacher, das zu stabilisieren. So, dann leimen wir die Ecke einfach mal zusammen. Und da das ja jetzt so alleine nicht hält, habe ich jetzt hier einen Eckspanner.
Und so lassen wir das jetzt schön trocknen. Während der Rahmen jetzt schön trocknet, brauchen wir so etwas hier. Und zwar ist das der sogenannte Puck, also die Spielsteine, die durch das Tor geschossen werden. Und da habe ich mir jetzt hier einen Rundstab 35 mm, also 1 Meter lang, auch Buchenholz genommen. Habe mir hier einen Anschlag angemacht auf 1,5 cm, das ist die Dicke, 1,5 cm. Und davon brauche ich 10 Stück und die schneiden wir jetzt hier. Falls ihr jetzt natürlich keinen Stab zur Verfügung haben solltet, könnt ihr das natürlich auch mit einem Hohlbohrer machen, den ihr einfach ein Brett durchbohrt, was ungefähr 1,5 cm dick ist. Da gibt es auch diese Sachen, also wo diese vielen Teile drin sind. Es muss auch nicht 35 mm sein. Das hängt davon ab, wie groß ihr das Loch macht. Aber ich fand, 35 mm ist eine optimale Größe. Da müssen wir eigentlich nur diese Stücke, die haben ja hier jetzt einen Rand. Also das ist nicht schön, das wird ein bisschen abgeschliffen am Rand. Angetrocknet müsste es jetzt sein. Bauen wir das Ganze mal auseinander. Ja, das ist der Rahmen. An der Unterseite sind dann die Vertiefungen. Und das brauche ich jetzt als nächstes, damit ich mir hier das ausmessen kann, um das Brett hier passend für zu schneiden. So, die Platte legen wir dann einfach mal hier probeweise drauf. Ja, schön, das passt ganz genau. Und durch die glatte Oberfläche denke ich mal, dass diese Chips oder die Spielsteine auch gut rutschen werden. Jetzt müssen wir natürlich noch hier in der Mitte das Tor haben, wo wir immer durchspielen. Das muss ich jetzt der Länge nach hier abschneiden und anschließend dieses Art Tor hier herein machen. Das schneide ich mir jetzt an der Kappsäge wieder ab, zeichne mir das vorher an. Und dann sehen wir mal, wie das passt. So, drehen wir das ganze Ding mal rum. Und auf der Rückseite die Platte verschraube ich jetzt einfach mal. Das ist jetzt das Querholz, was dieses Art Tor darstellt. Das kommt hier zwischen. Ich klemme das mal ein bisschen provisorisch da rein. So. Und der sogenannte Puck, dieser Spielstein, der ist hier zwischen. Der Puck ist 20 mm hoch und 35 mm breit. Also werde ich ein Loch 20 mm mal, ich denke mal 60 mm hier in der Mitte reinschneiden. Das schneiden wir uns jetzt hier an der Bandsäge einfach mal raus. Dann schleifen wir das Ganze noch ein bisschen bei und vor allen Dingen hier diese Ecken hier vorne, dass das ein bisschen abgerundet ist. Ja, das fühlt sich doch schon richtig gut an. Das Ganze möchte ich jetzt hier reinkleben und dazu nehme ich dann natürlich ein bisschen Leim. Ich habe mir hier eine Markierung gemacht, wo die Mitte ist und richte das Ganze jetzt einfach hier mit einem Winkel aus. So, jetzt habe ich es verrutscht und erst ein bisschen Leim wegmachen, der ist dann an der Seite ein bisschen rausgequollen. So. Und das lassen wir jetzt einen Augenblick trocknen. Ich übertrage mir jetzt diese Mitte hier einfach mal nach unten und zeichne mir hier auf der Rückseite einen kleinen Strich hin, drehe das Ganze rum, lege mir meinen Winkel an und bohre jetzt genau hier halt Löcher, wo die Leiste ist.
Und dann schrauben wir das Ganze hier schön fest. So, nochmal kontrollieren, ob auch nichts verrutscht ist. Ah, da ist es doch schon verrutscht. So, das müsste aber jetzt stimmen. Lassen wir jetzt schön brav trocknen und dann habe ich mir hier solche Spanngurte, die sind 25 cm lang, die habe ich mir besorgt und gleichzeitig hier solche Schrauben, solche Ösen, da kann man das sehen, da ja. Und das soll jetzt hier halt zwischengespannt werden, um diese Pucks hier durch das Loch schießen zu können. Jetzt muss ich nur halt die Entfernung irgendwie mal ausrechnen oder wie auch immer, damit ich das auch weit genug nach hinten spannen kann. Ja, also ich versuche es jetzt einfach mal. Ich denke mal, 5 cm wäre die richtige Entfernung. Und die Höhe, ja, der Puck muss hier dahinter sein. Das müsste also direkt relativ tief unten drin sein. In der Mitte davon. Das heißt, der Puck ist 1,15, also 15 mm dick. Dann müsste ich auf 7 mm eigentlich die Schraube hinmachen, damit die in der Mitte von dem Puck auftrifft. Ich habe mir jetzt einfach mein Streichmaß eingestellt, dass ich hier unten diese 7 mm frei habe. Dann kommt das dahin und das sind die 5 cm. Dann muss das dahin und hier auf der Seite zeichne ich mir das auch an. So, das habe ich jetzt nur mal kurz angebohrt. Jetzt versuche ich die Schrauben da reinzudrehen. Das ist doch nicht so einfach, wie ich mir das gedacht hatte. Trotz aller Widrigkeiten sind die Schrauben jetzt drin. Ich spanne einfach mal das Seilchen hier ein. Das ist so ein elastisches Gummiband. Ah, dann wird der Puck eigentlich einfach hier genommen. Dann wird der Puck eigentlich einfach hier genommen und dann versucht durch die Mitte durchzuschieben, also auf die gegenüberliegende Seite. Das scheint auch ganz gut zu klappen. Und halt Sinn des Spieles ist, jeder hat 5 Klötze. Wer als erstes in seinem Feld keine Klötzchen mehr drin hat, hat gewonnen. Eigentlich ganz simpel und einfach. Jetzt machen wir auf der anderen Seite auch noch diese beiden Schrauben da rein. Ach so, noch ein Tipp. Ich habe ja jetzt hier mit Bleistift rumgematscht. Das macht man am besten, bevor man diese Schrauben da reindreht, mit einem Stück Schleifpapier. Ich habe hier ein Schleifvlies. Schleift man da drüber und versucht einfach die Bleistiftstriche wegzumachen. Dann sieht das nämlich auch schön aus. Super. Einmal Gummi einhängen und schon kann das Spiel beginnen. Beim ersten Probespielen jetzt gerade hier in der Werkstatt und ich muss sagen, es macht wirklich Spaß, habe ich festgestellt, dass diese Pucks doch relativ glatt oben drauf sind. Deshalb habe ich jetzt in jeden hier in der Mitte eine Vertiefung gemacht und zwar hier mit einem Senkbohrer. Und zwar hier mit solch einem Senkbohrer. Und das ist tatsächlich, wenn man den Finger hier drin hat, zieht das zurück. Ist das wirklich von Vorteil, wenn man hier den Finger drin hat und hat etwas mehr Gewalt. Wenn das Teil flach ist, verrutscht das schon. So kann man das wunderbar rüberschießen. Und wie gesagt, es macht wahnsinnigen Spaß. Also ich bin hellauf begeistert. Bevor ich das Ganze jetzt hier streiche, also ich werde den Boden wieder rausschrauben, und die schönen Buchenhölzer hier inklusive den Pucks mit einem Lack lackieren oder auch vielleicht ölen. Das weiß ich noch nicht so genau. Das muss ich mal schauen. Auf jeden Fall baue ich dafür dann den Boden wieder raus. Aber bevor ich das mache, werde ich jetzt erstmal eine Proberunde mit meiner Frau spielen. Mal sehen, wer der bessere von uns beiden ist. Natürlich bin ich bei meiner Frau sang- und klanglos beim Spielen untergegangen. Wer hätte auch etwas anderes erwartet? Ich jedenfalls nicht.
Und dann habe ich noch zusätzlich ein zweites Spiel gebaut. Dieses hier. Das ist etwas größer. Das ist halt statt 53 ist das 63 cm lang. Die Breite ist die gleiche. Das hat sich herausgestellt, das ist noch interessanter. Das ist etwas besser. Das scheint das richtige Maß zu sein. Dieses Spiel hier ist für unseren ältesten Sohn. Allerdings nicht für selber zu spielen. Und zwar hat der, ich verlinke euch das mal hier oben, der hat eine eigene App fürs Handy. Das ist die Freizeitpark-Chap. Freizeitpark-Check-App, so rum ist richtig, und ist alles, was es über Freizeitparks gibt, ist da drin, ist eine wahnsinnig tolle App, schaut sie euch gerne mal an. Und zum anderen, das mache ich dann hier unten, geht er mittlerweile in Twitch. Twitch wiederum ist eine ganz neue, oder für mich zumindest, ganz neue Plattform, ist sowas ähnliches wie YouTube, allerdings mit Live-Übertragungen. Da kann man sich anmelden. Wie gesagt, ich mache es mal hier unten hin. Ist auch eine unheimlich interessante Sache. Gibt es unheimlich viel zu sehen. Scheint die Zukunft zu sein. Mal sehen, ob ich da nicht vielleicht auch ein bisschen mit einsteige. Weiß ich aber jetzt noch nicht. Und jedenfalls in diesem Kanal bei Twitch hat er gesagt, ey, das ist ein Ding. Dieses Spiel möchte ich gerne verlosen. Und er verlost sehr, sehr viele Sachen. Eintrittskarten, alles, was irgendwie mit Freizeitpark zu tun hat. Und schaut es euch gerne mal an. Und in einer der nächsten Ausgaben will er dieses Teil dann mit verlosen. Und ich will euch natürlich nicht gehen lassen, ohne ein kleines Angebot zu machen. Und zwar bekommt ihr in der Freizeitpark-App bekommt ihr 30% auf alle Pakete, die es da gibt. Schaut es euch ruhig einfach mal an. Hier unten drunter verlinke ich euch, wie ihr in den Shop kommt. Dort gebt ihr einfach den Code ein, Bastelgarage, hier, Bastelgarage, alle Buchstaben groß geschrieben. Und dadurch kommt ihr auch automatisch in die Premium-Mitgliedschaft. Das heißt, das ist eine Mitgliedschaft, die ein Jahr dauert, nach einem Jahr automatisch aufhört. Ihr fahrt dann in den Standardbereich zurück. Und wenn ihr etwas kauft und an der Kasse den Gutschein eingibt, bekommt ihr natürlich 30% Rabatt. Ich denke, das ist eigentlich ein sehr, sehr faires Angebot. Schaut es euch einfach mal an. Das war's für mich mal wieder für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wünsche euch noch eine schöne Zeit und bleibt mir gewogen. Grüße, euer Jürgen aus der Bastelgarage.